Ja, wissen Sie, wie gefährlich mein Job ist? Ich habe ja keine Knarre, so wie die Bullen oder so. Sie haben nur die Kamera, die sie auf den Kopf hauen können. So was habe ich ja nicht mal. Das Einzige, was ich habe, ist meine Kollegin, die ich zusammenpacke und auf die Ruf schmeiße. Pressefotos, da müssen wir einschreiten. Das ist hier an öffentlichen. So, jetzt geht's los. Pass mal auf hier. Ich bin von der BZ. Hier sind die Rumänen. Wo? Um die Rumänen? Den, ja, die gestern festgenommen wurden, hier freigelassen wurden. Ach. Den will ich sehen, die zocken Leute ab. Also die Rumänen zocken Leute ab. Ich habe die auch gerade angesprochen. Das ist ja Wahnsinn. Und die wurden gestern wieder freigelassen? Die nicht, nee, aber es sind die Hörnchen alle dazu. Ja, mit so einem Truppzeug legt man ja nicht erst an. Wissen Sie, was da passieren kann? Die lasse ich einfach durchlaufen, sonst ist mir da ja die alle anderen. Nee, ich hab die gerade angesprochen, da hat die mir einen Blick zugeworfen. Ja. Als wenn die mich gleich abmetzeln wollen. Das wäre mir auch real, ob die sie abmetzelt. Da renne ich weg, bin ich ganz ernst. Ja, mein Kollege. Wissen Sie, wie gefährlich mein Job ist? Ich habe ja keine Knarre, so wie die Bullen oder so. Sondern, ja, sehen Sie, Sie haben nur die Kamera, die Sie auf den Kopf hauen können. So was habe ich ja nicht mal. Ich hab das Einzige, was ich habe, ist meine Kollegin, die ich zusammenpacke und auf die Ruf schmeiße. Aber es ist okay, ne? So eine Einstellung ist, ja, so eine Einstellung ist fantastisch. Und was machen Sie hier, ne? So Spionagefotos oder was? Ja, so nicht, ja. Es geht darum, also die, wenn Leute im Restaurant sitzen, sofort draußen, ja? Haben da auch mal ihr Handy auf dem Tisch. Ja? Vier oder drei. Dann klauen sie das. Dann klauen sie das, ne? Hört man nichts oder Handy oder so. Ja. Aber Sie klauen das nicht, Sie fotografieren das. Und Sie greifen da in dem Moment ein, wenn Sie die erwischen beim Diebstahl? Zum Beispiel. So, und wie viele Vorfälle gab es da schon? Es gab schon einige. Also gestern waren Festnahmen von fünf Personen. Ja? Aber. Und haben Sie die festgenommen? Nee. Achso, Sie haben quasi die Beweisfotos gemacht. Die Kamera nimmt die Test in dem Moment. Ist ja wie Dick Tracy, wa? Wie früher. Ja. Ist das spannend oder müssen Sie den ganzen Tag eigentlich. Und wer hat Sie da angeheuert? Darf ich nicht. Nee, aber ich meine ja, es ist doch eher viel, auch, ich meine, es ist ja bei unserem Job auch so, man steht ja mehr rum, als dass man was macht, wa? Ja, und wartet und greift, schnappt im richtigen Moment aber zu, ne? Ja. Also unser Job ist ja auch so ein Gammler-Job, sag ich mal. Abwarten, da gibt's ein gutes Spiel. Abwarten und dann im richtigen Moment zuschnappen, die Falle. Erstmal beobachten, ne? Ja, genau, erstmal beobachten. So machen wir das übrigens mit den Straßenbahnschienen, wir kassieren richtig ab heute. Alles, was da rüberläuft, kriegt 10 Euro, jeder, also kriegen wir 10 Euro. Können Sie auch so machen. Das geht nicht mehr, es einfach, das wird hier alles immer schlimmer. Ja gut, ne? Dann arbeiten wir mal weiter. Wollen wir das mal? Ja, müssen wir auflösen. Da haben eine versteckte Kamera. Und da ist auch eine versteckte Kamera. Wir sind nämlich von einer versteckten Kamera und haben hier gerade alles aufgenommen. Hilfsbereitschaft. Das ist nicht mein Job. Zivilcourage. Das ist nicht mein Job. Das ist alles nicht mein Job. Aber wenn da eine Frau, ne, mit richtig mit dicken Hupen kommt, da sind sie hilfsbereit. Wenn ich eine Frau mit dicken Hupen sehe, dann bin ich nicht hilfsbereit, dann bin ich geil. So, und wenn ich geil bin, dann bin ich auch mal bereit, was dafür zu tun, denn vielleicht springt ja am Ende die eine oder andere Brust da raus. Mhm. Also oben aus dem Dekolleté für mich. So, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Ordnungsamt am Alexanderplatz, dann klickt doch einfach hier oder hier oder auch. Hier, das sind nämlich mehr Folgen vom Ordnungsamt. Dann könnt ihr einfach klicken und euch daran erfreuen, wie wir Leute verarschen. Checkt uns auf Facebook und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Lachen, bis du kommst. Ciao!